Am vergangenen Mittwoch hatte ich die Gelegenheit, bei Nintendo of Europe in Frankfurt Nintendos neueste Erfindung anzutesten. Nintendo Labo. Labo verbindet Kreativität, Bastelspaß und Gaming mit Hilfe der Nintendo Switch. Unter Verwendung der Software faltet ihr eure sogenannten Toy-Cons aus Pappe zu Gegenständen wie ein Haus oder ein Klavier. Vor Ort durften wir mit dem RC-Auto einsteigen, was sich innerhalb einer halben Stunde zusammenbauen ließ. Und anschließend auf Wunsch mit einem aufwendigeren Toy-Con weitermachen. Ich entschied mich hier für das Haus, für das man ca. 2 Stunden einplanen sollte. Auch als Bastel-Noob hatte ich zu keinem Zeitpunkt Schwierigkeiten, da die Anleitung auf dem Screen der Nintendo Switch mehr als leicht verständlich ist und sich auch jederzeit per Touch oder durch Drücken von A und Y via Joy-Con vor- und zurückspulen lässt. Einzig der farbliche Aufdruck auf der Pappe ist nicht ganz so deutlich zu erkennen, wie in der Software dargestellt, weshalb ich manchmal nicht ganz sicher war, ob ich das richtige Teil in der Hand halte. Die Pappe ist recht stabil und hält sowohl beim Falten als auch beim Zocken einiges aus. Nur beim Heraustrennen der Pappe, sprich beim allerersten Schritt, solltet ihr etwas vorsichtig sein. Da ist mir nämlich bei einem Teil so ein bisschen die äußerste Pappschicht eingerissen und eure Toy-Cons sollen am Ende ja schließlich schön aussehen. Ist der Toy-Con fertig, setzt ihr wie in der Software aufgezeigt eure Joy-Cons und gegebenenfalls die Switch-Konsole ein. Dank der Software sind nun diverse Minispiele basierend auf Infrarottechnik und Gyrosensorik spielbar. Das ist eigentlich auch das ganze Geheimnis hinter Nintendo Labo. Im Folgenden gehe ich auf meine Erfahrung mit den einzelnen Toy-Con und Ausschnitten der Gaming-Erfahrung ein. Kurze Erklärung, warum nur Ausschnitte? Man hat uns natürlich nicht den gesamten Inhalt der Software vorgestellt. Neben den Modi, die ich ansprechen werde, gibt es noch weitere, die jedoch nicht anspielbar waren. Die Software ist also umfangreicher, als es sich jetzt anhören wird, allerdings sollte man trotzdem nicht mit dem Umfang eines, ich sag mal, richtigen Spieles rechnen. Beginnen wir mit dem RC-Auto, dem am schnellsten aufbaubaren Toy-Con. Ist das Auto fertig und die Joy-Cons eingesetzt, fungiert die Nintendo Switch als Fernbedienung. Via Touch könnt ihr die Vibration der Joy-Con auslösen und das Auto somit steuern. Die Stärke der Vibration ist individuell einstellbar. Ihr habt sogar die Möglichkeit, dank des Sensors des rechten Joy-Con ein Infrarotbild aus Sicht des Autos live auf eurer Switch anzeigen zu lassen. Das Ganze funktioniert unter bestimmten Voraussetzungen auch im Dunkeln. Das fand ich schon sehr cool, allerdings hat man sich halt auch schnell an der Funktion satt gesehen. Deshalb besteht die Option, Autos in einer Arena gegeneinander antreten zu lassen oder kreativ mit der Technik und dem Autodesign zu experimentieren, wie hier im Clip zu sehen. Fazit zum Auto. Leicht zusammenzubauen, simple aber effektive Technik, das Geradeausfahren benötigt etwas Zeit, bis man da die richtige Vibrationskonfiguration gefunden hat. Man kann coole Designs wie einen Dino oder einen Panda basteln, je nach eigener Kreativität eben, aber man hat, soweit ich das jetzt beurteilen kann, weniger Software-Support, sprich Minispiele, als bei den anderen Toy-Con. Das Auto ist also eher dazu da, um es im Real-Life zu verwenden und damit zu experimentieren. Weiter geht es mit dem Haus und seinen 3 Schaltern. Je nach Schalterkombination kann ein anderes Minispiel in dem auf der Switch abgebildeten Zimmer gespielt werden. Ausprobiert habe ich das Minecart-Game und das weirde Mikrowellen-Game. Ersteres fand ich deutlich besser, auch wenn das Minecart-Game lediglich aus Einsammeln von Diamanten und Ausweichen von Bomben besteht, sprich, man springt im Prinzip einfach nur durch Knopfdruck oder tut es eben nicht, je nach Situation. Man soll aber noch zum Beispiel Bowling und Seilspringen spielen können. Das Klavier überzeugte mit einer Reihe von Features. Ihr könnt es wie ein echtes Klavier benutzen und sogar Oktaven einstellen. Filterkarten und der Disco-Modus verändern die Sounds genauso wie die einsteckbaren Knöpfe. Im Studio-Modus lässt sich euer Musikspiel aufnehmen, Modulations-, Echo- und Oktaveneffekte erzeugen, eigene Rhythmen erschaffen und generell vieles anstellen. Allerdings bin ich kein Musiker und werde es daher eher nicht verwenden. Negativ aufgefallen ist mir nur die Tatsache, dass sich einzelne Tasten manchmal beim Spielen gelöst haben. Ansonsten fand ich die Spielerfahrung mit dem Toy-Con eigentlich ganz geil. Man sollte also lieber vorsichtig musizieren, um herumfliegende Tasten zu vermeiden. Die Angel war mein Toy-Con-Highlight. Jede Bewegung wird korrekt auf dem Screen der Switch wiedergegeben und auch das Kurbeln funktionierte wunderbar. Ziel ist es natürlich, so viele verschiedene Fische wie nur möglich zu angeln und im Aquarium zu halten. Beißt einer an, müsst ihr die Angel nach oben reißen und kräftig kurbeln. Blinkt die Schnur, solltet ihr lieber still bleiben
oder dem Fisch sogar wieder etwas Raum geben, da er in dieser Phase sehr leicht entkommen kann. Man sollte also stets darauf achten. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen unspektakulär, hat mich aber wirklich am längsten gefesselt, da jeder Fisch unterschiedlich schwierig zu fangen ist und man schnell einen Ehrgeiz entwickelt. Übrigens lassen sich selbst ausgeschnittene, erfundene Fische über den rechten Joy-Con ins Spiel einlesen und ebenfalls fangen. Hände ans Lenkrad, Motor an, Gashebel betätigen und go! Das Motorradlenkrad soll wie ein echtes verwendet werden, sprich, ihr müsst euch sogar in die Kurven legen, wenn ihr nicht gegen die Bande krachen wollt. In drei unterschiedlichen Grand Prix könnt ihr eure Fahrskills unter Beweis stellen, Driftboosts verwenden und mit Wheelies angeben. Mit dabei sind 200er Hubraum, 400er und 600er. Und ganz ehrlich, ich fand die Modi sau schwer, zumindest ab 400 Kubik. Für Gamer ist das Lenkrad demnach besonders interessant. Ich hoffe bloß, das Toy-Con hält eine Menge aus. Von allen befürchte ich hier nämlich die größte Zerstörungsgefahr. Weiterer Wermutstropfen, das Lenkrad muss gleichzeitig an den Bauch gedrückt werden, damit man in der Luft und auch generell beim Steuern nicht den Halt verliert. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Mit dem Mini-Motorrad lassen sich eigene Strecken zeichnen und individualisieren. Alternativ könnt ihr auch Gegenstände mit Hilfe der Joy-Con-Kamera einscannen. Und ja, ich weiß, was manche von euch jetzt wissen wollen, aber sorry, ich kann euch leider nicht sagen, ob es mit Genitalien möglich ist, da ich es verständlicherweise nicht gefragt habe. Aber ich werde es mal ausprobieren. Nun, das wären dann alle Bestandteile des Nintendo Labo Multisets. Es erscheint am 27.04.2018 für 70 Euro. Am selben Tag erscheint auch noch das 80 Euro teure Robo-Set, welches ich ebenfalls ausprobiert habe. Den Robo zu bauen soll mehrere Stunden beanspruchen und auch beim Anziehen kann einiges an Zeit verstreichen. Es ist also empfehlenswert, sich dabei helfen zu lassen. Ist man dann aber endlich zum Roboter geworden, geht's ans Zerstören der City, um Punkte zu sammeln. Man kann schlagen, stampfen, sich durch Ducken in eine Art Panzer verwandeln und Laser schießen oder durch Ausstrecken der Arme durch die Gegend schweben. Das Gameplay basiert übrigens auf das auf der E3 2014 vorgestellte und später eingestellte Wii U-Spiel Project Giant Robot von Shigeru Miyamoto. Die Ideen wurden also für Nintendo Labo doch noch verwendet. Es gibt noch weitere Spielmodi, die habe ich jedoch nicht ausprobieren dürfen. Ich sag mal so, ich fand's nett, hab mir aber vom Robo irgendwie etwas mehr versprochen. Auch die Steuerung fand ich sehr überfordernd, oftmals bewegte sich der Robo viel zu schnell oder wie beim Panzer automatisch, obwohl ich am liebsten erstmal stehen bleiben würde, um die Kontrolle zu gewinnen. Vielleicht lassen sich Neigungssensitivität und all das aber auch noch irgendwie einstellen, das weiß ich aktuell nur leider nicht. Eventuell bin ich auch einfach schon zu alt für den Robo, denn für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren stelle ich mir das sehr spaßig vor. Und das ist eine perfekte Überleitung zu meinem Gesamtfazit. Nintendo Labo ist ganz klar auf Kindergarten- und Grundschulkinder, deren Eltern und jung gebliebene Erwachsene ausgerichtet. Das Basteln macht Spaß, Labo fördert Kreativität und ich würde es sogar als pädagogisch wertvoll bezeichnen. Es wäre wirklich cool, wenn sich Labo ähnlich wie die Wii bei Nicht-Gamern etablieren könnte und vielleicht sogar in der einen oder anderen Schule oder Kindergarten einen Platz findet. Denn abgesehen vom Motorradlenkrad sehe ich für Core-Gamer rein aus spielerischer Sicht wenig Anreiz, sich Labo zu kaufen, denn die restlichen Toy-Cons und ihre Software können nur kurzweilig Spielspaß garantieren. Zumindest gilt das für das, was ich davon gesehen habe. Nun, da wäre aber noch was. Das Verkaufsargument vor allem für Ältere und besonders für angehende Programmierer. Die Toy-Con-Werkstatt. Hier lassen sich eure Toy-Con und ihre Funktionen, nämlich nach euren Vorstellungen, modifizieren. Leider kann ich davon nichts selbst Aufgenommenes zeigen. Ich kann jedoch sagen, dass die Werkstatt wirklich sehr umfangreich mit vielen, vielen
Untermenüs ist. Ich freue mich hierbei wirklich schon sehr auf die vielen verrückten und unglaublichen YouTube-Videos von den zahlreichen Daniel Düsentriebs aus aller Welt. Da ich die Werkstatt allerdings nur laienhaft erklären könnte, ihr aber dennoch eine Vorstellung davon bekommen sollt, werde ich an dieser Stelle abschließend noch einen offiziellen Trailer zur Werkstatt einbinden und verabschiede mich schon mal. Ich hoffe, dieser Eventbericht hat euch gefallen oder vielleicht sogar bei der Kaufentscheidung geholfen. Danke an Nintendo Deutschland für die Einladung und Veranstaltung des Events und jetzt Film ab. Finde neue Spielmöglichkeiten mit der Toy-Con-Werkstatt. In diesem Video zeigen wir die Grundlagen. Die Toy-Con-Werkstatt ist ein Geheimlabor, das sich in jeder Nintendo-Labo-Software versteckt. Dort kannst du deine eigenen Toy-Con erfinden. Und das geht kinderleicht. Verbinde diese Boxen miteinander und schon hast du ein sogenanntes System geschaffen. Dieses legt fest, dass der Joy-Con vibriert, wenn du den Bildschirm berührst. Hier ertönen Gitarrensounds, wenn du die Knöpfe drückst. Und hier ist festgelegt, dass der Bildschirm aufleuchtet, wenn du den Stick drückst. Du kannst sogar ein System erstellen, bei dem eine Explosion zu hören ist, wenn du deinen Joy-Con 10-mal schüttelst. Für jede Aktion gibt es eine Reaktion. Verbinde verschiedene Eingaben und Ausgaben, um festzulegen, wie jedes System funktioniert. Kombiniere dieses System dann mit selbstgebauten Modellen und schon hast du ein neues Toy-Con. In der Toy-Con-Werkstatt kannst du auch mit deinen anderen Toy-Con experimentieren. Du könntest das ferngesteuerte Auto mit der Angel steuern oder das Motorrad in ein Musikinstrument verwandeln. Erfinde alle möglichen Toy-Con und überrasche deine Freunde und deine Familie. Diese Kästen, die mit Eingabe und Ausgabe beschriftet sind, heißen Knoten. Mit Eingabeknoten legst du die Eingabemethode fest, zum Beispiel per Knopfdruck oder durch Bewegen der Sticks. Mittelknoten fügen zwischen deine Eingabe- und Ausgabeknoten Zähler oder Timer ein. Ausgabeknoten entscheiden, was nach der Eingabe passiert, zum Beispiel ob ein Ton gespielt wird oder der Bildschirm aufleuchtet. Es gibt die unterschiedlichsten Knoten, die du auf verschiedene Arten einstellen kannst. Mit dem Knopfknoten legst du fest, welche Knöpfe oder Tasten du verwenden willst. Und mit dem Stickknoten kannst du entscheiden, in welche Richtung der Stick bewegt werden soll, damit etwas passiert. Und das ist erst der Anfang. Experimentiere mit all diesen Funktionen und bald schon erschaffst du Kreationen wie diese.